Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir sind bei der Serie Socialize 2 und bei sogar Block Nummer 2. Und zwar sieht der 3,5 Inch so aus. Das ist eine komplizierte Angelegenheit gewesen, diese kleinen Dinge. So. Aber wir machen ja jetzt den 6,5 Inch Block und wenn du den 9 Inch Block machst oder 9,5, hast du das noch ein bisschen leichter, je nachdem, was du machen mögst. Ich habe mich wieder entschieden, den 6,5 Inch Block zu machen und wie du sehen kannst, habe ich den Zuschnitt bereits vorbereitet. Ich hoffe, das ist dir angenehm so, dass ich nicht den ganzen Zuschnitt zeige. Ich möchte dich ja nicht langweilen mit den... So, und wir starten jetzt. So, im ersten Schritt bilden wir aus dem Teil I und B jeweils zwei Flying Geese. Das machen wir wie folgt. Einmal legen wir hier an, auch wenn es vor mir liegt. Es liegt jetzt vor mir. Fangen wir mit der linken Seite an. Nehmen das Teil B, also den Hintergrund, legen es auf die linke Seite, richten es rechts und links. Ich muss es ein bisschen höher schieben, glaube ich so. Rechts und links richten wir das an den Kanten aus. Zeichnen uns eine diagonale Linie und nähen es an der diagonalen Linie entlang und rollen es vorsichtig hoch nach dem Annähen. Schneiden uns einen Viertelinch ab, hier entlang. So, davon brauchen wir, also machen wir zwei. Ich nähe jetzt gleich die nächste weiter und dann schneiden wir nachher zusammen zu. Dieses Segment misst jetzt 2 mal 3,5, 2 hoch, 3,5 breit. Das war der erste Schritt, diese beiden Flying Geese zu machen. So, im nächsten Schritt nehmen wir K, D und C, die wir nehmen wir hier auch rechts aufeinander. Und wenn wir die Naht geschlossen haben, wird dieses Teil dann quer angenäht, sodass es nachher so aussieht. Das liegt, wenn du es vor dir liegen hast, auf der linken Seite vor dir. Und das kommt oben ran. Und dieses Ding soll haben 2x2. So, hier ist weiter nichts. Das ist das nächste. Ups, was wir fertig haben. So. So, dann schauen wir mal, was jetzt zu tun ist. Dann nehmen wir das Teil G. G. Dann lege ich es mir auf die linke Seite von dem Rechteck. Zeichne mir hier eine Diagonale. Dass ich das nachher so habe. So. Das mache ich gleich. Ich pinne es mir erstmal an und dann geht das gleich weiter mit Teil E, glaube ich. Da brauchen wir eins von. Dann habe ich das Teil A. Das lege ich mir längs vor mich hin. So. Leg mir das wieder in die untere Ecke. So lang. Und dann so. Und die beiden nähe ich jetzt und dann machen wir noch das Vorpatch nachher. Und, ja, so dieses hier. So sieht das aus. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich richtig bin. Hier so. Ja. So schneide ich es mir auch ab. So. Und das ist jetzt hier das andere gleich. Ne, die habe ich so dunkel und die anderen so hell. So. Zweimal 3,5. So.
Jetzt haben wir A und L. Also L sind zwei Quadrate und A ist auch, sind auch zwei Quadrate. Da bilden wir ein ganz normales Four-Patch. So, so, so und so. Das ist dieser Teil hier unten. Und schneiden jetzt auf 3,5 mal 3,5. Ausrichten die Mitte. Hier ist nichts zum Schneiden, ist das fein. So, was haben wir noch? So, jetzt sind wir noch mal bei den Flying Geese. Ihr seht es schon, ich habe mir die beiden Teile hier F und H noch mal hingelegt. F wird auf die rechte Seite hingelegt, sodass das Bild nachher so aussieht. Dann zeichne ich mir hier eine diagonale Linie. Und nähen hier entlang. So. Dass es so aussieht nachher. So. Wir schneiden einen Viertel-Inch ab. Das geht mit dem Bleistift natürlich nicht. So. Bügeln das. Ich habe es jetzt nicht alle auseinandergebügelt, sondern nach oben. So, hier so lang. Gegenüberliegende Seite wiederholen wir eben den Prozess, den wir eben gemacht haben. Nochmal kurz prüfen, bevor ich schneide. Okay, passt. Ne? So. Ups. Viertel Inch und abschneiden. So, das ist das. So, ich habe jetzt, Entschuldigung, mehrere Teile noch zusammenzunähen. Und zwar Teil A kommt an diese Seite, wo das hellere ist. Hier, also bei mir hier, wo ich mit die zuerst angefangen habe. Und dann kommt dieses Teil, die kommen jetzt hier aneinander. Und das mache ich jetzt. Wir nähen das jetzt Reihe für Reihe zusammen. So, dann kann ich das nähen hier. Dann schneide ich mir das erste ab und nehme das letzte Teil der letzten, der ersten Reihe. Genau. Also muss ich das so zum Verdunkeln und das andere so lang bügeln. So. Und dass es einrastet, na klar, so. Und jetzt kommt das hier ran, das bügele ich mir zur hellen Seite. Und jetzt nehmen wir hier entlang, also die Seite ist das. Diese hier, die. So, und jetzt bügel ich mir das so lang. So. Und jetzt. So. Das lege ich mir so hin, genau. So, und jetzt hier, aua, letzte Naht. Gespannt. Oh mein Gott. Hm. Geht. Ich muss bloß noch bügeln und zwar nach oben, glaube ich. Ja, genau. Das ist er jetzt. Huch. Alle Punkte exakt getroffen. So von rechts, so von links. Ja. Dann noch ein bisschen abkühlen, 6,5 soll er haben. Ich bin sehr gespannt. Wie immer. Ha.
Vater, nicht ganz, hier fehlt ein bisschen, aber das verschwindet in der Naht oder nachher. Und dann hat er auch 6,5. Das ist immer so nach dem Bügeln. Ja, also, hab Dank fürs Anschauen. Das ist unser 6,5-Block. Das ist der kleine oder die kleine Schwester mit 3,5 Inch. Ja, Dankeschön fürs Anschauen und wir sehen uns, hören uns, so du denn magst, beim nächsten Mal, beim Block Nummer 3 oder Videos dazwischen. Schaut einfach mal, was ich da so zwischendurch mache. Ne? Dankeschön, tschüss.